dass aber auch dieser Ball schon getestet wurde, schon gespielt wurde. Einfach so aus der Packung einen Ball herauszunehmen und damit um den Europapokal zu spielen, das wäre undenkbar. Da sehen wir, wie jetzt gearbeitet wird. Die Noppen innen und außen der glatte Belag. Sorgfältig aufgetragen. Der verbirgt sich dahinter Andrzej Grobar. Zurück zum Spiel. 8:4 für Waldner, der schon den ersten Satz zu seinen Gunsten entschieden hat. 9:4. Nein, das ist im Moment nicht der Josef Böhm des ersten Satzes, vor allem der Schlussphase des ersten Satzes, bis zum 18:16, bis zur Führung. Seine Moral hat einen Knacks erlitten. Da hat er Glück, der Jan-Uwe Waldner, dass er diesen Ball auf den Tisch bringt, aber Josef Böhm deutet an mit einem Kopfwackeln, als wolle er sagen, ich glaube nicht, dass dieser Ball wirklich von der Seite geschlagen, wirklich auf dem Tisch war, sondern dass er vielleicht eher seitlich gegen den Tisch ging und dann wäre er ungültig. Aber die Schiedsrichter sagen alles okay. Sicherlich auch bei diesem Spielstand nicht spielentscheidend. Netz. Zweimal Netz. Dann versucht das jetzt mit der Vorhand. 15:7. Da hat er sich gut gewehrt, Josef Böhm, aber dann doch den Kürzeren gezogen. Waldner zieht jetzt alle Register seines Könnens. 7. Die Wiederholung. Schauen Sie, wie er ihn durch den Sidespin ganz nach außen führt. Seitlich überrissen gewissermaßen. 17, Böhm. Man kennt das ja auch vom Tennis. Das Spiel ist gelaufen. Man spürt es auch in der Einstellung beider Spieler. Waldner marschiert und Josef Böhm ist gedanklich gar nicht mehr ganz bei der Sache. 19. Netz. Ein letztes Mal versucht sich da der Angeschlagene, wenn ich so sagen darf, zu wehren. Ohne Erfolg. Satzball, Matchball für Jan-Uwe Waldner. 20:11. Er hat noch 9. 21. Den zweiten verwertet er. Mit 21:11 gewinnt Jan-Uwe Waldner erwartungsgemäß gegen den drittbesten Grenzauer, gegen Josef Böhm. Und bringt damit seine Mannschaft, den ATSV Saarbrücken, mit 3:2 in Führung. Bisher also nur erwartete Erfolge hier bei diesem Duell der beiden deutschen Bundesligamannschaften um den Europapokal. Zweimal Waldner, zweimal Grobar die Sieger. Die Ausländer also bisher für ihre Mannschaften erfolgreich und darüber hinaus
Jürgen Rebel für die Saarbrücker, der ehemalige Grenzauer, im Auftaktspiel gegen Josef Böhm, der sich nun also schon zweimal hat geschlagen geben müssen. Es läuft natürlich nicht ganz nach Wunsch für die Mehrheit der Zuschauer hier, die vielleicht doch erhofft hatten, dass in diesen ersten Spielen ein schwächer eingestufter Akteur aus ihren Reihen des TTC Grenzau würde Jan-Ove Waldner oder eben Jürgen Rebel Paroli bieten können. Aber diese Hoffnungen gingen bisher nicht in Erfüllung. Jetzt ein Spiel, das normalerweise das 3:3 bringen sollte, nämlich dann, wenn der deutsche Meister, die Nummer 2 von Grenzau, Georg Böhm hier im Bild, gegen Peter Engel, den deutschen Meister von 1983, er unterbrach damals ja die große Serie von Georg Böhm der letzten Jahre, vielleicht hier erfolgreich sein könnte. Wenn aber Peter Engel gewinnt und er spielt in einer regelrecht gut gegen Georg Böhm, obwohl er international ein bisschen schwächer einzustufen ist, dann könnte hier eine Vorentscheidung fallen. Eine Vorentscheidung zugunsten der Gäste aus Saarbrücken. Noch aber ist es längst nicht so weit, und da in diesem Augenblick gerade noch Georg Böhm seinen Schuh zubindet, wollen wir einmal ganz kurz die Gelegenheit benutzen, wieder einen Spieler mit ins Gespräch einzubeziehen. Ganz kurz, Hans-Jürgen Fischer. Markus Fischer, Entschuldigung, das ist der Bruder, das kommt schon mal vor. Markus Fischer, wie sehen Sie den Verlauf bisher in dieser Partie? Ja, der Verlauf war bisher völlig normal gewesen. Die Begegnungen, die gewonnen werden konnten, wurden gewonnen. Es waren keine großen Überraschungen bis jetzt in der Partie gewesen. Es läuft alles nach Plan. Das Spiel, was also in Gefahr war, das erste war wohl Georg Böhm gegen Jan-Ove Waldner. Ja. Markus Fischer, Sie sind ja ein alter Grenzauer, wie, wenn ich das so sagen darf, spielen schon seit Jahren in dieser Mannschaft. Tut das nicht dann ein bisschen weh, wenn man so viele Erfolge mit dieser Mannschaft hatte, wenn man sie praktisch mit heraufgeführt hat in die absolute Spitze, wenn man dann heute bei Dreiermannschaften im Gegensatz zur Bundesliga, wo ja 6 Mann antreten, zuschauen muss? Ja, ich glaube, ich habe mich schon so langsam daran gewöhnt in den Jahren. Aber auch der 5. und 6. und 7. Mann sind sehr wichtig für die Mannschaftsatmosphäre, dass also Atmosphäre gemacht wird wie vor dem Spiel. Und dann habe ich ja auch noch gewisse Pflichten zu erfüllen in Massagetätigkeiten. Ne? Sie sind ja beruflich Masseur, haben also praktisch heute Ihre Jungs fit gemacht? Ja, also zwei zumindest mal, den Rupper und den Herrn Böhm. Habe ich also beide gemacht, und ich glaube, es wird nicht an den Muskeln liegen. Woran liegt es denn am Ende? Was glauben Sie denn? Was wird denn entscheiden? Ich glaube, das entscheidende Spiel wird sein Peter Engel gegen Georg. Dieses, was jetzt läuft. Und dann natürlich das absolute Spitzenspiel Waldner gegen Huber. Also die Entscheidung steht an. Ihr persönlicher Tipp jetzt mal nicht nur vom Herzen, sondern auch vom Verstand. Also ich sag mal 5:4 für uns mit ein bisschen Herz dabei. Alles Gute, vielen Dank. Fünf zu eins Führung im ersten Satz für Georg Böhm gegen Peter Engel. Wenn man so will, läuft also weiter alles hier programmgemäß. Aber diesem Spiel kommt fraglos vorentscheidende Bedeutung zu. Die deutschen Meister der letzten 6 Jahre stehen sich gegenüber. 5-mal Georg Böhm, 1-mal Peter Engel. Noch ist das Spiel ja in der Anfangsphase. Da können wir immer dann, wenn es einen schönen, einen attraktiven Ballwechsel gegeben hat, noch einmal die Wiederholung sehen und verpassen damit höchstens einen den nächsten Ballwechsel.
Aufschlagfehler. Sicherlich insgesamt am heutigen Abend schon der sechste, der siebte, vielleicht schon der achte. Ein Zeichen dafür, dass doch die nervliche Belastung bei allen Akteuren sehr, sehr hoch ist. Das war der typische Peter Engel jetzt. Mit weiter Armführung auf der Vorhand geschossen. Da erst einmal aus dem Handgelenk die Rückhand. Dreimal hier schon länger gestreckt und dadurch sich in Position bringend. Vielleicht erkennen Sie das jetzt schon. Das ist ein ganz anderer Peter Engel als der, der vorhin gegen Grubba 11 zu 21 und 13 zu 21 unterlag. Das ist jetzt ein Peter Engel, der seine Chance sieht und der ganz anders an den Tisch herangeht, ganz anders in dieses Spiel hineingeht. Nach 9 zu 8 für Engel, jetzt 11 zu 9 für Georg Böhm und gleich das 12 zu 9 hinterher. Sechs Punkte in Folge jetzt für den Grenzauer. Der siebte hinterher. Die Sätze werden oft nicht in der Schlussphase, sondern gerade hier im Mittelteil entschieden, jedenfalls unter gleichwertigen Akteuren. Schöner Konter von Engel. Noch einmal dieser gute Ballwechsel. Stop. Wunderbar, wie er ihn da noch hereinholt. 10-15. Man kennt sich zu gut, als dass hier bisher ein technisch hochstehendes, farbiges, zum Zuschauen wirklich interessantes Spiel entstehen könnte. Man versucht nur auf die Schwäche des Gegners zu spielen. Vor allem mit kurzen Aufschlägen den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Umso schöner, wenn man dann so ins Spiel kommt wie jetzt die beiden. Da ist die Wiederholung. Da haben sie beide munter mit der Rückhand drauf losgeschossen. Und dann die Vorhand von Engel, der Block. Und jetzt der gezogene Ball von Böhm, den Engel ein wenig unterschätzt. 19 zu 11 für den Grenzauer. Sie spielen weiter im Fahrplan und das jetzt schon 2 Stunden lang. Erst diese Guse-Reaktion von Georg Böhm auf der Rückhand. Und dann wähnte er doch vielleicht schon den Punkt im Sack, als er die Vorhand verschoss. Engel sagte man ja vor einigen Jahren einmal nach, er habe die härteste Vorhand aller deutschen Spieler. Auch die Rückhand ist gefürchtet, aber er zieht sie meist, schlägt sie nicht voll aus. Satzball. Ja. 21 zu 14 für Georg Böhm.
Peter Engel, wie gesagt, schon 33 Jahre alt, eigentlich gelernter Industriekaufmann, aber wie alle, die wir heute sehen, Tischtennis-Profi. Das reicht sicherlich zum Leben, sogar zu einem guten Leben und auch um die Fahrtkosten zu decken, wenn er zwischen Saarbrücken und zwischen Budapest seiner Liebe hin und her pendelt. Georg Böhm, in den letzten Jahren ganz ohne Frage der beständigste Spieler in der Bundesrepublik Deutschland. Jahrelang aber nur national, sehr erfolgreich. Jetzt hat er wohl auch international den großen Durchbruch geschafft. Hatte beispielsweise bei der Weltmeisterschaft in Neu-Delhi in Indien im Mannschaftswettbewerb ganz hervorragende Form. Und insgesamt eine Bilanz von 11-5 Siegen, das heißt 11 Siegen und nur 5 Niederlagen. Damit lag er nach dieser WM auf dem 7. Platz aller Spieler auf der Welt. Hier stimmte die Beinarbeit nicht ganz, weil Georg Böhm stand ein bisschen zu breit, konnte dadurch nicht ganz den Ball ausfedern aus dem Körper heraus. 4-1 Böhm. Schon mehrfach ist festzustellen, dass gerade am Anfang eines Satzes die Akteure erst ihren Rhythmus finden müssen. Ich sag's mal ganz überspitzt, die ersten Ballwechsel zum Vergessen. Die Saarbrücker Hoffnungen scheinen sich nicht zu erfüllen. Man hatte insgeheim geglaubt, ein Peter Engel kam meist gut mit Georg Böhm zurecht, warum also nicht auch heute? Aber während Engel sich in den letzten Jahren nicht mehr steigern konnte, hat Georg Böhm gerade in den letzten 6-7 Monaten erstaunliche Fortschritte gemacht. Vielleicht entscheidend auch, dass er hier im Westerwald mehr Ruhe hat, Ruhe, die er braucht, um seine Form zu finden. In Saarbrücken war alles ein bisschen hektischer. Hier ein Schaukampf, da ein Spiel. Die Wiederholung des Ballwechsels. Das macht Engel stark, wie er da die Vorhand aus einer bedrohlichen Situation noch einmal derart zieht, weit hinüber auf die Vorhand. Beileibe nicht nur die Spieler, mittlerweile auch die Zuschauer hier in Schweiß gebadet. Die Temperaturen sicherlich über 30 Grad. Erfreulich, dass wenigstens nicht geraucht werden darf und auch nicht geraucht wird. Sportliche Einstellung der Zuschauer. Wer glaubt, auf den Glimmsteckel nicht verzichten zu können, der kann ja hinausgehen. Überraschend klare Sache bisher für Georg Böhm. Ja, er ist stärker geworden, falls es noch eines Beweises bedurfte. Bis jetzt ist er erbracht, nach seinem guten Spiel gegen Jan-Ove Waldner mit Satzgewinn und der Dominanz hier am Tisch gegen Peter Engel. Ja, der Ball war noch dran. Sie haben es vielleicht gesehen, wie er wegspritzte im letzten Moment.
In dieser Region im Westerwald hat der TTC Grenzau ja fast schon eine soziale Funktion. Hier gibt es keine Handball-Bundesliga, keine Fußball-Bundesliga. Hier ist, sage ich einmal überspitzt, fast sportliches Niemandsland. Da freut man sich natürlich im Westerwald ungemein, wenn man eine solche Top-Mannschaft in Sachen Tischtennis hat und auf diese Art und Weise den großen Sport hier in Hörgrenzhausen in der 10.000 Einwohnergemeinde zu Gast hat. Grenzau ist übrigens ein Vorort, 500 Meter entfernt gelegen. Die Wiederholung des Ballwechsels von eben, der Fehler letztlich von Georg Böhm. Herzstück dieser Mannschaft, dieses Vereins ist ein Hotel hier, was vom Manager des Clubs geleitet wird und ist vor allem eine Tischtennisschule, die an jedem Wochenende Amateurspieler herführt, um mit den Großen trainieren zu können und auf diese Art und Weise ihr Tischtennisspiel zu verbessern. Die Tischtennisschule als Herzstück einer Profimannschaft. Noch hat Georg Böhm die Möglichkeit zum Schneider. Wenn er jetzt den Punkt macht, den ersten Matchball hat er vergeben. Ein schöner Ballwechsel zum Schluss. Und ein 21:10 Satzgewinn nach 21:14 für Georg Böhm. Damit also 3 beide und wieder der erwartete Sieg. Jetzt bin ich mal gespannt, wann einer hier aus der Phalanx der normalen Siege, wenn ich mal so sagen darf, ausbricht. Gratulation für Georg Böhm, der also wiederum untermauert hat, dass er zumindest hierzulande kaum einen Gegenspieler zu fürchten braucht. Gerade eben hatte ich angesprochen, hier in Grenzau im Westerwald beim TTC Grenzau. Neben mir jetzt Manfred Gstettner, der Manager, der Mäzen, der Macher, das Mädchen für alles, wie ich Sie vorhin genannt habe. Herr Gstettner, Sie sind das Herzstück dieses Vereins. Sie haben den Verein hochgeführt. Glauben Sie, dass Sie sich heute Ihren nächsten Wunschtraum nach dem deutschen Pokaltitel erfüllen können? Ja, noch ist alles offen. Bis jetzt ist alles planmäßig, kann man sagen, stärkemäßig verlaufen. Die entscheidenden Spiele stehen jetzt an. Man muss abwarten, wer hier heute der Bessere und der Glücklichere ist. Also wie gesagt, alles offen und es steht sehr viel auf dem Spiel. Die Nerven und so weiter spielen hier eine große Rolle. Was haben Sie denn für einen Puls? Mein Puls, ja. Ist leicht erhöht. Glaube ich wohl. Ich meine, wirtschaftlich ist das ja auf jeden Fall schon ein Erfolg gewesen vor diesem Spiel, das wusste man. Ich glaube, Sie hätten heute leicht und locker 3.000 hier in die Halle packen können. Ja, selbstverständlich, denn allein auch im Saargebiet war ein großer Andrang und wir konnten ja diese Kartenwünsche nicht alle erfüllen. Und hier auch unsere Region Westerwald und hier der ganze Mittelrhein, die wollen ja auch dabei sein. Aber Gott sei Dank ist es ja heute im Fernsehen gut, dass sie alle auf ihre Kosten kommen, unsere Freunde. Sie hätten ja auch an einen neutralen Platz gehen können, aber damit hätten Sie natürlich auf Ihren Heimvorteil verzichtet. Dann hätten wir auf unseren Heimvorteil verzichtet und es wäre alles halt schwieriger geworden. Herr Gstettner, ein Wort zu Ihrer Tischtennisschule hier. Ich glaube, das war ja wohl die geniale Idee von Ihnen, mit der Tischtennisschule praktisch die Profis hierher zu holen in den Westerwald, in einer Region, in der sonst sportlich nicht allzu viel los ist. Das ist richtig. Die Tischtennisschule ist die Basis auch hier für die Bundesliga. Mannschaft. Die Spieler sind gleich als Trainer hier angestellt oder als Honorartrainer tätig und diese Kombination hat das alles ermöglicht, um überhaupt diese Spitzenleistung hier in unserem kleinen Ort zu ermöglichen. Trick 17, wenn ich so sagen darf, aber wer die Idee hat, der hat eben dann auch den Nutzen. Sieht denn derjenige, der hier zur Tischtennisschule kommt, auch wirklich einmal einen Andrzej Krupa und die Top-Leute? Selbstverständlich, allein der Kontakt ist da und die Leute trainieren mit denen oder geben Informationen weiter, Autogrammstunden und wir machen auch Privatstunden, also je nachdem. Nun haben Sie ja schon, ich sagte es eben, den Pokal gewonnen. Jetzt ist der Europapokal möglich, womöglich am Ende der Saison sogar noch die Meisterschaft. Also 3 Titel sind denkbar, noch ist alles drin. Wenn Sie das wirklich erreichen sollten nach dieser Saison, dann ist doch für Sie alles erfüllt, keine Steigerung mehr möglich.
ja, müssen wir, dann haben wir es schwer, nicht? Weder vorne mitzumischen, aber es ist ja überall im Sport so, man will ja immer wieder weitermachen. Aber noch haben wir die drei Titel nicht, einen haben wir und die anderen sind noch, jetzt noch in weiter Ferne. Nicht? Wie sahen Sie vorher die Chancen, heute den zweiten Titel zu gewinnen? Wie sehen Sie sie jetzt? Noch 50-50. Alles Gute weiterhin und auf das Ihr Herz, das auch gut übersteht am heutigen Tage dieses Spiel. Wenden wir uns also jetzt dem Spiel der Spiele zu, wenn ich so sagen kann. Und zwar dem Duell der beiden stärksten Spieler in den beiden Mannschaften. Dem Duell von Andrzej Grupa auf Seiten von Grenzern und Jan Overwaldner auf Seiten von Saarbrücken. Die beiden besten europäischen Tischtennisspieler sehen Sie also jetzt hier in diesem Europapokalfinale im Einsatz für Ihren Verein. Bei der Gelegenheit, die Vorentscheidung herbeizuführen. Noch einmal, meine Damen und Herren, die Mannschaft, die hier zuerst 5 Siege erfochten hat, ist Gewinner des Europapokals, den wir hier im Bild sehen. 3:3 steht es. Das Duell der Spieler mit der Nummer 1 auf dem Rücken, Andrzej Grupa und Jan-Ove Waldner, wird also fraglos jetzt eine Vorentscheidung bringen. Entweder für Grenzau oder für Titelverteidiger Saarbrücken. Das, wie gesagt, nach mehreren deutschen Meisterschaften im letzten Jahr schon leer ausging und in diesem Jahr auch nicht gerade die besten Möglichkeiten hat, wieder deutscher Meister zu werden. Und das deshalb gerade hier im Europapokal seine Chance suchen muss mit Dreiermannschaften, um im nächsten Jahr auf internationalem Parkett ganz oben mitzuspielen und nicht nur im sogenannten ITTF-Pokal, beim ETDU-Pokal, dem Nancy Evans-Pokal, entsprechend praktisch dem UEFA-Pokal im Fußball. Jetzt aber volle Konzentration auf dieses Spiel der Spiele. Europas Topspieler stehen am Tisch. Wiederholung dieses Ballwechsels. Ja, da stand Waldner so dicht am Tisch, dass er blocken konnte. Und ehe Grupa praktisch wieder aus der Versenkung auftauchte, hat er den Ball schon platziert. Je früher man natürlich am Tisch den Ball nimmt, desto schneller kann man das Spiel machen. Und desto früher kann man den Gegner ausplatzieren. 3 beide. 4-3. Auch diese beiden kennen sich natürlich bestens, nicht nur aus der Bundesliga, sondern vor allem aus Europa-Liga-Spielen und internationalen Turnieren. Die Zukunft spricht für Waldner, der 7 Jahre jünger ist. Die Bilanz zwischen beiden ist in etwa ausgeglichen. Bei der Weltmeisterschaft in Neu-Delhi war Waldner ein wenig stärker. Aber jetzt 8-4 für Grupa. Deutlich festzustellen, wie beide versuchen, die Aufschläge sehr kurz zu bringen, um keinesfalls den Gegner bereits in Schussposition zu führen. Aufschlag und Return sind ja praktisch 60-70% des
Tischtennisspiels der heutigen Tage. Die Zeit, da ein Eberhard Schöler 30, 40 Mal den Ball auf den Tisch zurückbrachte und unter Umständen am Ende die bessere Geduld entschied, sind im modernen Tischtennissport vorbei. Die Ballwechsel sind kürzer geworden, schneller, nicht zuletzt durch das fortgeschrittene Material. Neun beide. Im Augenblick, das zählt nicht, was die beiden da spielen. Sie haben nur den neuen Ball, der jetzt ins Spiel gekommen ist, kurz noch einmal getestet. Zehn, neun. Wunderbar geschossen. Wie John Wayne aus der Hüfte. Die Wiederholung. Ja, auf den Mann gespielt. 9, 13. Auf der Rückhand, auf der Vorhand, da kann man praktisch den Arm, kann den Schläger ausfahren, kann returnieren. Aber wenn der Schuss auf den Körper kommt, ist es sehr, sehr schwer, den Ball zurückzubringen bei einer Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern. Da steigert sich jetzt Grubber praktisch in einen Rausch hinein. Jeder Schuss begleitet von einem Hey des Publikums. Das war des Guten ein wenig zu viel. Aber 5 Punkte Vorsprung sind bei der Ausgeglichenheit dieser beiden sehr, sehr viel. Im zweiten Versuch 16 zu 10 für Grubber. Die Wiederholung. Der hohe Return. Und dann diese Peitsche nach außen gedrückt. Jetzt genau die umgekehrte Situation. Grubber übrigens in Polen, Sportler des Jahres 1985, obwohl Tischtennis dort nicht gerade zu den Top-Sportarten gehört. Das Publikum weiß genau um die Bedeutung dieses Spieles. Bisher spielten, wenn man so will, ungleiche Paare gegeneinander. Jetzt Grubber gegen Waldner, anschließend Georg Böhm gegen Jürgen Rebel und Josef Böhm gegen Peter Engel. Das ist 1 gegen 1, dann 2 gegen 2 und 3 gegen 3. Da fällt die Entscheidung. Die Vorentscheidung vielleicht schon hier. Nur noch für Grubber. Waldner ist wieder fast dran. Ist das nicht herrlich? Nach dem Jubel, nach jedem Ballwechsel, kann man dann während des Ballwechsels wieder eine Stecknadel fallen hören. Ein solch diszipliniertes Publikum braucht der Tischtennissport. Der Spielstand von 17, beide drückt es aus. Gleichwertigkeit am Tisch.
Vielleicht haben Sie das Murren des Publikums gehört nach diesem etwas zu hohen Return von Grubber. Aber dann hat er sich befreit aus dieser Situation und hat punkten können. Die Wiederholung, dieser etwas zu hohe Ball. Dieser Schlupfball, wenn ich so sagen darf. Und dann der Vorhandschuss. Wir haben nichts verpasst. Erfreulich im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, hier beileibe nicht nur männliches Publikum. Drei Satzbälle für Grubber. Der etwas leichtfüßiger wirkt, etwas lockerer in seiner Art. Das Ja des Publikums kam zu früh. Nein, zunächst einmal nein. Waldner macht einen Punkt gut. Und er macht den zweiten gut. Soweit. Wie das so oft ist bei solch ausgeglichenen Spielen, nicht mit einem spektakulären Ball, sondern durch einen leichten Fehler des Gegners macht man den entscheidenden Punkt, so wie jetzt Andrzej Grubber, Grenzhaus Nr. 1 aus Polen gegen Jan-Ove Waldner, Saarbrückens Nr. 1 aus Schweden. Stellan Bengtsson. Der Trainer der Saarbrücker, zurückgekehrt in dieser Saison, nachdem er ja jahrelang in der Tischtennis-Bundesliga für die Saarländer gespielt hatte. Natürlich können wir nicht hineinhören, aber ich bin sicher, es wird Schwedisch gesprochen. Sie könnten sich auch Englisch verständigen. Und zumindest ein Stellan Bengtsson spricht auch praktisch fließend Deutsch. Jan-Ove Waldner hat da noch so seine Probleme. Aber wenn er sich verständigen will, dann schafft das. So lange ist er schon in Saarbrücken. Andrzej Grubber, der Sieger des ersten Satzes. Knapp, aber wenn es so etwas gibt im Tischtennis, so würde ich doch sagen, verdient. Er war der etwas Aktivere und er war derjenige, dem die Spannung in seinen Aktionen nicht ganz so stark anzumerken war. Er blieb immer einen Tick lockerer. Die attraktiven Ballwechsel, die muss man unter Umständen in anderen Spielen suchen. Diese beiden hier sind so ausgefuchst, kennen sich so gut, dass das oft nur die schnellen Ballwechsel der Tischtennis-Neuzeit sind, wo es in erster Linie gilt, das Spiel des Gegners zu verhindern und erst in zweiter Linie sein eigenes zu spielen. Also, dieser Ballwechsel ist eine Wiederholung wert.
Mittlerweile schon 6-2 für Gruber gegen Waldner, der aufschlägt. Interessant übrigens zu beobachten, wie doch vor dem Aufschlag immer noch einmal kurz der Blick hinübergeht zum Gegner. Ist er auch da? Ist er auch bereit? Schauen Sie hin, da. Natürlich schaut man auch, wo er steht. Wird er mit der Rückhand, wird er mit der Vorhand retournieren? Wieder 4 Punkte Vorsprung für Gruber. Er ist der Aktivere. Und mir scheint, er ist auch in körperlich besserer Verfassung. Wenn man solche Ballwechsel sieht, wenn man das Repertoire der Spieler sieht, dann muss man sagen, eigentlich schade, dass man sie nächstes Jahr in unserer Tischtennis-Bundesliga nicht mehr sehen wird. Dieser Ballwechsel noch einmal. Zu kurz der Return. Aus der Sicht von Gruber ein ganz wichtiger Punkt. Nach 8-4, 8-6, ein 8-7 hätte praktisch wieder bedeutet, dass man den Gleichschritt marschiert in diesem Satz. So bleibt sein Vorsprung von 3 Zählern erhalten. Der letzte Ball noch einmal in der Wiederholung. Ja. Da wurde Gruber praktisch unterwegs erwischt. 11-7 für den Polen gegen den Schweden. 11-7 für Grenzau gegen Düsseldorf. Zu 11 aus der Sicht des aufschlagenden Schweden. Wunderbar, wie weich da Gruber in diesen Ball praktisch hineinfließt mit der Vorhand. Das stimmt alles im Bewegungsablauf. Dieses rhythmische Klatschen hat sich auch im Tischtennissport in den letzten Jahren, ähnlich wie im Volleyball oder im Basketball, durchgesetzt. Jetzt ist Waldner mal ein bisschen dichter dran. Der nächste Punkt hat wieder ziemlich zentrale Bedeutung. Schlag, den nur wenige Spieler beherrschen, so wie Andrzej Gruber, diese praktisch etwas geschleuderte Rückhand auf die Vorhandseite. Der kommt nicht mehr. Die Wiederholung.
sehr früh genommen. Gedrückt von Waldner. Aber Grupper verteidigt zäh seinen Vorsprung. Im Hintergrund die Grenzauer Bank. Und wieder erbebt die Halle in ihren Ankern. 4 Punkte. Fünf Punkte Vorsprung und das, da Grupper doch schon den ersten Satz gewonnen hat. Das ist mehr als die halbe Miete bei der Ausgeglichenheit dieser beiden. Wunderbar. Ganz früh nach dem Aufspringen genommen. Da gehört unheimlich viel Ballgefühl dazu. Schauen Sie mal genau hin. Da ist der entscheidende Schuss. Jetzt sind es wieder 3 Punkte. Jetzt sind es nur 2. Kopfschütteln im Hintergrund bei einem Zuschauer. Ja, das sind leichte Fehler, die auch solchen Weltklasse-Leuten unterlaufen. Aber vergessen Sie nicht, wie diese Aufschläge angeschnitten sind. Und im letzten Moment wird dann noch einmal das Schlägerblatt oft gedreht. Jetzt Aufschlag. Die nächsten 5 Aufschläge, Grupper. Waldner mehr als unzufrieden mit seinem Return. Und Glück für Grupper. Netz und sogar noch ein bisschen Kante. Da hebt er entschuldigend den Arm. Aber heimlich wird er sich freuen. Ja, das ist ein Satz, als würde der eine vorneweg laufen oder vorneweg schwimmen. Und der andere rudert und schafft. Kommt immer ein bisschen heran, aber nie ganz. Mal gespannt, ob es ihm ausgerechnet in der entscheidenden Phase jetzt gelingt, dem Jan-Ove Waldner doch noch hier zum Erfolg zu kommen. Nein! 19 zu 16, das ist mehr als 9 zu 6. Sowas lässt sich natürlich Waldner nicht entgehen. Das ist praktisch ein Belauern bei jedem Ballwechsel. So dicht war er lange nicht mehr dran. Der Jan-Ove Waldner im Trikot des ATSV Saarbrücken. Wie ausgerechnet jetzt in der Schlussphase dieses Satzes. Verschlagen und Matchball. Matchball für Andrzej Grupper. Die Vorentscheidung steht an. Ja, der heimliche Regisseur packt alles hinein hier in dieses Spiel.
Krimis werden im deutschen Fernsehen doch normalerweise nicht nachmittags um 3:15 gezeigt. Könnte die halbe Miete sein. Auf dem Weg zum Titel für den TTC Grenzau. Die Wiederholung des letzten Ballwechsels. Da diese Rückhandpeitsche wieder von Andrzej Krupa zum 21:19 und zum 4:3 für den TTC Grenzau. Der Pole hat sein Soll erfüllt. Dreimal hat er gespielt für den TTC Grenzau und dreimal gewonnen. Und Jan-Ove Waldner, der Vize-Weltmeister aus Schweden, hat in Anführungsstrichen natürlich nur 2 Siege. Aber das entscheidende Duell der beiden Besten, der beiden Ausländer im Team von Grenzau und Saarbrücken, das hat Jan-Ove Waldner knapp verloren gegen Andrzej Krupa, der zu Recht strahlen kann. Er ist sicherlich kein billiger Mann für Manfred Gstettner hier in Grenzau. Und er hat sicherlich den Weg hier in den Westerwald nicht gewählt, weil hier die Landschaft so schön ist, sondern sicherlich auch, weil er hier gute Kasse machen kann, nebst guten sportlichen Möglichkeiten, die ihm dieser Verein bietet. 4:3 für Grenzau gegen Saarbrücken. Schon das nächste Spiel könnte die Entscheidung bringen zugunsten der Westerwälder. Engelbert Hüging in lebhafter Diskussion mit Andrzej Krupa. Jetzt hat Georg Böhm, der fünfmalige deutsche Einzelmeister der letzten 6 Jahre, es in der Hand, und zwar in der rechten Hand, beziehungsweise im verlängerten Arm im Schläger, durch einen Erfolg gegen Jürgen Rebel, die Nummer 2 des ATSV Saarbrücken im letzten Jahr noch hier in Grenzau, die Nummer 2, den Europapokal erstmals in den Westerwald zu holen, hier zum TTC Zugbrücke Grenzau. Jürgen Rebel hat dies zu verhindern. Jürgen Rebel, der bisher gegen Josef Böhm erwartungsgemäß, wenn auch knapp, gewonnen hat und der gegen Andrzej Krupa klar unterlegen war. Jetzt im Duell der Nummer 2 gegen die Nummer 2 fällt hier vielleicht schon die Entscheidung zugunsten von Grenzau, vielleicht auch die Entscheidung gegen Grenzau. Denn wenn Rebel gewinnen sollte, und er hat die letzten beiden direkten Auseinandersetzungen der beiden Kontrahenten gewonnen, obwohl Böhm die international besseren Spiele zuletzt geliefert hat. Wenn also Jürgen Rebel hier das 4:4 schafft, dann neigt sich die Waage in Richtung Saarbrücken. Denn eigentlich schätzen wir Peter Engel einen Tick stärker ein als Josef Böhm. Unter Umständen fällt also hier auch die Entscheidung im Duell der Spieler, die nur, in Anführungsstrichen natürlich, nur die Nummer 3 in ihrem Verein sind. Es sei denn, Georg Böhm macht jetzt den Sack zu. Das Publikum muss sich erst einmal wieder beruhigen nach diesem Spitzenspiel des heutigen Nachmittags zwischen Andrzej Krupa und Jan-Ove Waldner. Hoffen wir, dass die beiden deutschen Akteure am Tisch jetzt nicht nur ein spannendes Spiel liefern werden, sondern auch von der Klasse mindestens an das anknüpfen können, was wir vorher gesehen haben. Ihr Stil spricht eigentlich dafür, denn beide suchen die Entscheidung. Diese langen Peitschen von Jürgen Rebel, die mag eigentlich der Georg Böhm nicht so besonders. Jürgen Rebel, der als 6-Jähriger mit dem Tischtennisspielen anfing, im Hessischen, in der Nähe von Darmstadt, in Oberroden, dann über Heusenstamm, über Grenzau, nach Saarbrücken kam. Er war mit nichts mehr zu halten hier in Grenzau. Er wollte unbedingt einmal im vorderen Parkkreuz in der Bundesliga spielen. Und als Georg Böhm hierher kam zu Andrzej Krupa, da wäre für ihn allenfalls noch der 3. Platz, das mittlere Parkkreuz, geblieben in diesen 6er-Mannschaften, das wollte er nicht. Deshalb sein Wechsel nach Saarbrücken. Der eine also im letzten Jahr in Grenzau spielt jetzt für Saarbrücken, links Jürgen Rebel. Der andere letztes Jahr in Saarbrücken spielt jetzt für Grenzau.
Vier beide. Fünf, vier. Zwei Punkte Vorsprung für den Ranglisten-Ersten hier in der Bundesrepublik Deutschland. Jeder Punkt für Georg Böhm ist jetzt praktisch ein Pflasterstein auf der Straße des Sieges. Das ist nicht...